Frage eines Naturrechtlers an einen Rechtspositivisten. Was ist, wenn sich eine demokratische Mehrheit dazu entschließt, eine Lüge als wahr anzuerkennen? Was ist, wenn jemand aufgrund dieser gesetzgewordenen Lüge vor Gericht gestellt wird und dieser sich nun mit der Wahrheit verteidigt? Wie ist das dann, Rechtspositivist? Hat der Mensch ein Recht darauf, dass die Wahrheit greift und das Gesetz weichen muss? Oder gilt trotzdem das Gesetz und damit die Lüge? Rechtspositivist, sag mir, ist eine einfache Körperverletzung tatsächlich eine schwere Körperverletzung bei einem Polizisten? Ein und dieselbe Verletzung, einmal einfach beim Untermenschen und einmal schwer beim richtigen Menschen? Oder wie funktioniert das? Wo ist da die Wahrheit? Ist der Ankläger, der eine schwere Körperverletzung behauptet, der Lügner? Oder ist der Angeklagte, der sagt, dass es sich um eine einfache Körperverletzung handelt, ist er der Lügner? Wer spricht da die Wahrheit? Wenn der Gesetzgeber die Zensur an Private auslagert, indem er Firmen schwere Strafen androht, wenn sie schlecht sprechen, nicht schnell genug löschen, ist das dann etwa keine Zensur? Was soll es sein? Ist es wirklich keine Zensur mehr, wenn die Zensur an Private ausgelagert wird? Was ist die Wahrheit? Ist es oder ist es keine Folter, wenn erweiterte Verhörmethoden angewendet werden? Wird aus Folter keine Folter mehr, wenn man den Namen ändert? Wie ist da die Wahrheit? Was ist da die Lüge? Ist jemand, der diese Verhörmethoden schlicht Folter nennt, ein Lügner? Oder ist der Gesetzgeber der Lügner? Sag mir, Rechtspositivist, wo ist deine Abwehr gegen staatliche Lügen? Oder brauchst du so etwas nicht? Danke für deine Zeit.